Sobald das Flugfeld frei ist, auch die Rotoren anlaufen lassen. Und das ist schon der Fall. Stefanie Bleser. Ich check jetzt mal über die Wetter-App, nachdem ich ja mein Handy wieder habe. So, am Ausläufer schauen wir mal, vielleicht geht es ja an uns vorbei. Also im Saarland zerbrücken wir nicht mehr. Die Stefanie, ja. Ist auch eine eifrige Wettbewerbs- und Veranstaltungsfliegerin, ist jetzt extra auch von Bayern, kommt aus der Nähe von München hierher, nach Offenbach gefahren, um einfach noch dabei zu sein. Auch wenn sie jetzt mit dem Verkehr ein wenig Pech hatte, mit Stau, es übermäßig lang gedauert hat, aber umso schöner, dass sie da ist und dass sie mit ihrer schönen DK-117 wieder zum Gelingen der Veranstaltung beiträgt. Die Stefanie Bleser. Ja, man unterschätzt auch den Anteil der Damen, die tatsächlich am Steuerflügel sitzen. Also es gibt viele Frauen, die mit entsprechender Lizenz auch im gewerblichen Flugbetrieb Hubschrauber oder Flugzeuge fliegen. Das ist wirklich natürlich nicht die Mehrheit im Verhältnis zu den Männern, aber es ist doch schon eine schöne Anzahl an Frauen, die sich in die eigentlich, sagen wir mal so, im Sprachgebrauch Männerdomäne Pilot hier einen Namen gemacht haben und sogar wirklich einen Namen gemacht haben, die den Männern auch was dürfen. Ja? Ich selber habe eine gute Freundin, die ist im Bereich der gewerblichen Fliegerei Kapitän auf einer XLS und die gibt also ihren männlichen Co-Piloten schon deutlich den Ton an, wenn er da und wer außer der Liebe irgendwas macht oder irgendwelche Standards nicht einhält, die macht da schon ganz genau, was Masse ist. Und das erkennt man viel zu häufig, dass eben Damen in der Fliegerei, in der Luftfahrt wirklich ein fixer und ein fester Bestandteil sind. Ja, danach der Thomas Kehrer. Ja. Andi Stieke und der Manfred Doktor. Einen Applaus für die Steffi. So, und links von ihr lot ein altbekannter und bewährter Teilnehmer hier in Offenbach.